Hallo meine Freunde der vorletzten Parts und willkommen zurück zu Let's Play Lego Ninjago Schatten des Ronin. Ich bin der Drachenbursche und grüße heute nämlich Dennis, außerdem den Harun, den David und noch Chico. Chico ist ein Hund. Das überspringen wir. Und dann nehmen wir... Ach, hier haben wir den Bohrangriff gar nicht. Ne, den Bohrer haben wir hier noch gar nicht. Okay, dann können wir hier momentan eh noch nicht viel machen, außer rumballern und uns den ersten goldenen Stein holen. Oh Gott, da wird einem ja ganz schwindelig, wenn man hier zuschaut. So, können wir hier jetzt... Ne, die haben alle keinen Bohrangriff. Also die haben ja definitiv nicht den Bohrangriff. So gerne ich den... Ah doch, die haben den Bohrangriff. Oh Gott, natürlich haben die den Bohrangriff. Das war ja gerade der erste von drei. Ah, okay, doch, dann haben die den Bohrangriff. Dann bohren wir hier gleich noch durch den zweiten durch. Okay, durch die können wir nicht durchbohren. Welchen Weg nehmen wir? Da ist der letzte. Ja. Der Rachengefälle. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nicht mehr auf die Bohrlinge aufpassen. Jetzt können wir uns nur drauf konzentrieren, uns abzusammeln. Streng genommen sind das keine Stalaktiten. Denn die wachsen von der Decke nach unten. Daneben Stalagmiten. Nein, die wachsen vom Boden nach oben. Spitzige Eislanzen? Hm. Ja. Das passt eigentlich sehr gut. Na toll. Dann weiß ich jetzt wenigstens, wie die heißen, wenn ich von einem aufgefüßt werde. Ein gutes Gefühl, das zu wissen. So, hier nehmen wir noch ordentlich was mit an Münzen. Wir haben auch gleich wieder hier 100.000 eingesammelt. Es geht also voran. So. Nein, nein, nein. Ah, schon wieder verpasst. Oberen verpasst. Ärgerlich. Ach, da bin ich doch jetzt durchgeflogen. Nur ein bisschen schwierig zu sehen hier, wo man durchfliegt und wo man nicht durchfliegt. Nehmen wir nochmal den Feuerdrachen. Noch eine Abzweigung. Ich übernehme das. Hey, kannst du die Dinger gefrieren lassen? Ich werde es versuchen. So, dann lass die mal gefrieren, bitte, Zane. Hat er irgendwie nicht so geklappt mit dem gefrieren lassen. So, da gehen wir nochmal durch. Hat er nicht einen Eisstrahl oder so? Ja, doch. Er kann zumindest Eis schießen, aber ich glaube, gefrieren lassen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Er war auch nicht in meinem Tunnel. Okay, die gehen von alleine aber wieder aus. Na gut. Egal. Die Sache war einen Moment lang verschwunden. Ja, meine auch. Kommt davon, dass wir uns dem Ende des Portals nähern. Seid bereit! Eure Drachen können jeden Moment komplett verschwinden. Was tun wir, wenn das passiert? Was immer es ist, es endet bestimmt mit einem lauten Lach. Jawohl, 171.000. Passt, passt. Schön, haben wir auch noch das eingesammelt, diese zwei hier. Das ging schneller als erwartet, muss ich sagen. Hätte ich jetzt eher gedacht, dass es länger dauert. Egal. Wir machen weiter. Ja, doch, wir machen weiter. Wir machen weiter im nächsten Level, weil ich tippe mal, im nächsten Level wird uns auch noch das ein oder andere fehlen. So, unter anderem sind wir hier Vara Ninja nicht geworden, das ist aber egal. Die drei Sachen müssen wir auch noch finden. Steig auf einen Felsen, um durch das Portal zu gelangen. Okay. Okay. Löse dich nicht auf! Nur noch ein paar... Wir sind fast da! Ein seltsamer Ort. Er sieht aus, als wäre er aus Fragmenten Ninjagos gemacht. Sie sind nicht einfach nur aus Ninjago. Sie kommen... von einem dunkleren Ort. Ah, das war dieses. Das war relativ klein hier, das Gebiet, da kann ich mich nur dran erinnern. Genau, was war das letzte? Das hatten wir auch nicht. Also hier hatten wir echt nicht viel. Beende das Level, ohne runterzufallen. Ah, okay, das war das letzte. Oh, da gab es eine ganz gemeine Stelle, ich erinnere mich. Ah, dicke Brieftasche. Wir haben anscheinend, ich glaube, wir haben es in allen Ah, das ist ja Wahnsinn, was hier eine Folge nochmal gibt, ein Spiel nochmal gibt. Das heißt, wir haben es wahrscheinlich in allen Leveln geschafft, Vara, was auch immer zu werden. So, hier habe ich gelernt, dass man oben drauf zielen muss. Oben drauf zielen. Damit geht's eigentlich. Wobei, der hat uns damals schon Probleme gemacht, wo wir es zum ersten Mal hier versucht haben irgendwie. Da war der irgendwie schon immer etwas deplatziert. Du bist da leicht im Weg. Wollte ich nur mal darauf hinweisen. Ja, jetzt ist er natürlich kalt. Das hast du dir aber auch ein bisschen selber zuzuschreiben. Na? Lass dich doch einfrieren, du blödes Ding. Na, komm, komm, einfrieren. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Sehr gut. Und das war richtig nervig hier. Das war richtig nervig, auf diese Dinger raufzuspringen. Da bin ich richtig oft runtergefallen. Das hatte mich dezent geärgert auch. Jetzt kommen auch keine mehr. Ach, da kommt einer. Nein, seht ihr, das meine ich. Das hatte mich geärgert. Ah, jetzt muss ich das Level nochmal machen. Grrr, also einmal muss das Level auf... Ja gut, jetzt brauchen wir nicht mehr drauf aufpassen. Okay, man muss einfach nur vorlaufen ein bisschen. Man darf aber nicht sehr viel vorlaufen. Also ganz bisschen muss man nur vorlaufen. Dann hat man schon geschafft. Ah, okay, da braucht man ein Skelett. Schau, ob hier oben noch irgendwo was ist. Was absteigt? Was? Für was war denn der jetzt? Hä? Für was war denn der goldene Stein? Ach so, steig auf den Felsen, um durch das Portal zu gelangen. Das ist damit gelangt.
Das habe ich jetzt durch Zufall gerade gemacht. Ach so, ich dachte, das wäre das Portal am Ende gemeint. Ach so, ja. Das heißt, man muss das Level eigentlich mindestens zweimal machen. Weil wenn man durch das Portal hier durchläuft, dann fällt man ja sowieso runter. Na gut, jetzt wissen wir zumindest, wie wir mit diesen Dingern hier umgehen müssen. Okay, muss einfach nur ein bisschen nach vorne gehen, dann landet man direkt drauf. Gut, wissen wir, wenn wir das Level nochmal machen müssen. Ja, schön, dann haben wir jetzt das durch Zufall gerade doch noch rausgekriegt. Sehr gut, das freut mich, dass das so geklappt hat. Okay. Da brauchen wir wieder unseren Skelettfreund, der den Skelettschlüssel hat, mit dem man überall durchkommt. Mit dem können wir hier auch das öffnen. Tada! Lord Garmadon als Overlord bekommen wir dadurch. Auch das schadet sicher nicht. So, dann nochmal gucken hier. Wen haben wir noch? Kai haben wir hier. Der ist doch hier für Eissachen doch immer gut geeignet. Dann am Ende müssen wir natürlich auch nochmal diesen verfluchten Bosskampf machen. Das ist natürlich das Finale, das letzte Level. Das hier ist jetzt ja das vorletzte Level gewesen. Aber bis dahin ist ja auch noch ein bisschen hin. Erstmal müssen wir das hier noch schaffen. Nicht vergessen, nicht loslassen. Bis zu dem Punkt, an dem es lebenswichtig ist, loszulassen. Dann solltest du loslassen. Ja, scheint sicher. Perfekt, perfekt. Ah, wir kriegen sogar etwas Besuch. Okay. Wir müssen, bis wir mit denen hier fertig sind. Gut, die Ecke hätten wir abgeschlossen. Müssen wir nochmal auf die Seite rüber. Möglichst nicht von der Brücke runterfallen. Wobei das jetzt auch schon egal ist. Okay, da brauchen wir Lloyd. Lloyd ist sogar mit dabei. Lloyd ist direkt dabei, das ist gut. Schön. Ah, oh Gott, da bin ich dann auch... Ich glaube, bis hierhin hatte ich es sogar geschafft und hier bin ich dann erst runtergeflogen. Hast du zufällig irgendwas? Nein, kannst du nicht. Wieso haben wir den immer dabei? Ich meine, er ist cool, aber er kann halt einfach nichts. Ich würde es auch gut finden, wenn irgendwie erklärt werden würde bei jedem Charakter, was irgendwie dabei stehen würde, was er kann für Fähigkeiten oder so. Würde die Sache auch leichter machen. Okay, wir müssen es auf jeden Fall üben zu springen hier, damit wir es beim zweiten Mal nachher nicht verkacken. Okay, das ist aber gar nicht so schwer. Warum habe ich mich da beim letzten Mal so angestellt? Weiß ich nicht. Also eigentlich gibt es hier nur zwei Stellen, die kritisch sind. Eigentlich ist das hier fast schon die einzige Stelle, die wirklich kritisch ist, wo man wirklich aufpassen musste, dass man nicht runterfällt. Naja. Hier noch ein paar Sachen kaputt. Irgendwo muss auch noch was zum Sammeln sein. Irgendwo ein Sammelgegenstand sein. Also. Ah, wo wir gerade vom Sammelgegenstand reden. Hier ist er auch schon. Ja, da brauchen wir die Schlange. Und die Schlange haben wir dabei. Und damit gehen wir runter und holen uns auch den Sammelgegenstand irgendwo ganz tief da unten. Schicker Drachenkopf auf jeden Fall. Sehr schicker Drachenkopf. Müsste auch nochmal. Ist das der. Ah, der rote Stein ist das. Ah, genau. Der rote Stein ist das nämlich hier. Unbesiegbarkeit. Die schadet sich ja auch nicht. Brauchen wir zwar momentan noch nicht, aber... Naja, wie gesagt, momentan bin ich erstmal auf Charakter kaufen aus. Wobei die Unbesiegbarkeit wird wahrscheinlich auch nicht... Ach, die kann man sich sogar schwingen, das sieht witzig aus. Die Unbesiegbarkeit wird wahrscheinlich auch nicht ganz günstig sein. Befürchte ich. Ja, wir wissen, hier brauchen wir Lloyd. Lloyd, einmal hier bitte Action und so. Zeig uns, was du kannst, Lloyd. Kannst dir einen Drachenkopf bauen, das wissen wir bereits. Und damit können wir dann auch schön hier nach unten feuern, was wir brauchen da unten. Da kommen wir nämlich dann auch gleich zum großen Finale. Aber wie gesagt, das Level müssen wir nochmal spielen. Und diesmal ohne runterfallen. Die Frage, welche Seite ich zuerst gehe. Ah, ich hasse so Level, wo man nicht runterfallen darf. Da habe ich mich gerade eben schon unten gesehen. Schöner Flug übrigens. Glanznote, also der Glanzleistung. Sonst ist wirklich eine Note hier dafür bekommen für diesen wunderschönen Flug. So, drei Gegner kommen auch nochmal. Weg sind die drei Gegner. Zwei von drei. Ah, okay, wir brauchen noch das dritte. Also an das dritte Ding kommen wir, glaube ich, einfach so ran mit Nia, oder? Ja, genau. Das können wir einfach so runterziehen. Beziehungsweise können hier einfach auf den Kopf draufhauen. Und damit dann auch holen. Dieser Ort wurde wohl nicht gerade für die Ewigkeit gebaut. Großartig! Ich habe alles, was ich brauche! Kommt doch bestimmt nochmal Gegner, oder? Dritte Runde Gegner? Ja! Ups! Noch Charakter wechseln. Damit geht schneller, die Gegner zu besiegen. Hey, nicht unsere Münzen runterschmeißen. Die können wir noch gebrauchen. Und jetzt geht's nochmal. Ups! Nia muss hier zusammensetzen. Okay, dann lassen wir das Nia hier machen. 10.000 können wir hier insgesamt bekommen, wenn wir alles richtig machen. Ja, genau. Wir wollen anfangen mit dem hier. Einmal da rein. Perfekt. Was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen als nächstes das Ding hier. Einmal reinsetzen.
Und dann noch zu guter Letzt das gelbe Ding in der Mitte hier. Jawohl, wir haben die 10.000 geschafft. Schön. Die 10.000 müssten ja dann eigentlich 100.000 sein, oder? Ja. Wer hat Lust auf eine Runde? Auf eine Runde drehen habe ich... Ja, das sind tatsächlich 100.000. Kriegt man einfach so nochmal 100.000 geschenkt am Ende. Auch nicht schlecht. Ich wollte gar nicht... Ich wollte nur mal kurz drücken, um hier den Charakter zu wechseln und dann da nach oben zu fliegen. Ah, jetzt ist nochmal laut. Laut wird nochmal zum Schluss. Das laute Finale nähert sich. Da kommt dieser coole Totenkopf rausgefahren. An den kann ich mich auch noch erinnern. Der war schick. Da kann man nichts sagen. Ja, der schaut ein böse. Ein riesiger Totenkopf. Sehr vertrauenserweckend. Ja, selbstverständlich. Ist er nicht hungrig? Kommt schon. Deswegen gehen wir ja auch genau in seinen Mund rein. Weil wir dem Totenkopf voll vertrauen. Oder so. Jawohl, wir kommen sogar noch über 300.000 Münzen hier. Ja, da könnten wir uns jetzt nochmal Ronin anschauen. Das wollen wir aber nicht, weil wir das Level eh nochmal machen müssen. Leider. Wir haben es nicht ohne Runterfallen geschafft. Ja, ich weiß. Dramatisch, deswegen müssen wir das Level leider nochmal machen. Ja, wir wollen das Level nochmal neu starten. Muss leider sein. Um das eben noch zu schaffen, ohne runterzufallen. Ah, ich hasse es. Ich hasse Level, wo ich nicht runterfallen darf. Genau, wenn solche Sachen sind mit der Kamera, die nicht so ganz deutlich sind. Wir gehen jetzt aber nach erst... Ein seltsamer Ort. Er sieht aus, als wäre er aus Fragmenten Ninjagos gemacht. Sie sind nicht einfach nur aus Ninjago. Wir gehen erst nach rechts hier rüber, weil hier ist nämlich die Gefahr höher, dass ich runterfalle. Die Sache mit Sensei Wu, da muss ich das nicht... Da muss ich nicht so viel nochmal machen. Ups. Nein, ich wollte einmal bitte hier... Genau, Leute. Von einem... So, jetzt die Luft anhalten. Jetzt wird spannend. Schaffen wir es mit Sensei Wu, was wir vorher noch nie geschafft haben. Doch, beim letzten Mal haben wir es auch auf Anhieb geschafft. Okay, Doppelsprung hatten wir da gemacht gehabt. War ein bisschen Anlauf. Und, jawohl, klappt. Klappt doch wie am Schnürchen hier. Oder wie am Stankchen hier eher. Wie an der Stange eher. So, oh, mit ihm wollte ich eigentlich gar nicht direkt rüberlaufen, aber gut. Hier kann man zum Glück nicht runterfallen, hier muss man nur in eine Richtung drücken. Da kann man zum Glück nicht viel falsch machen. Genau, das hatten wir schon geholt gehabt. Da können wir schnell nach oben springen. Auch das stellt uns vor keine großen Herausforderungen. Ja, jetzt hier nochmal schnell den Wechsel machen. Und dann hier, ups, gedrückt halten müssen wir es. Dann nochmal den Drachenkopf hier zusammenbauen. Ah, weil ist die andere Seite doch gefährlicher zum Runterfallen. Schauen wir mal, ich hoffe einfach, wir schaffen es. Das ist gut. Und... Boom. Genau. Die Seite natürlich auch noch. Dann bekommen wir jetzt auch mal ein paar Sachen, die wir hier zusammenbauen können. Das kleine Sprungpad für mich bereitet. So. Nein, ich bin nicht runtergefallen. Das ist ja nicht als runtergefallen. Ja, doch, jetzt bin ich aber da drinnen gelandet. Das sieht mir immer etwas seltsam aus. Hier fliegen wir mit Leute rüber, wie schon beim letzten Mal. Jetzt ist natürlich wichtig, dass wir nicht runterfallen. Jetzt kriegen wir erst gleich nochmal Besuch ein bisschen. Genau, jetzt kriegen wir noch als Besuch. Aber mit denen waren wir ja schnell fertig. So, jetzt natürlich die Seite hier. Ich versuche vorsichtig zu laufen. Der hinter mir ist auch sehr vorsichtig, wie ihr seht. Ja, vor allem, wenn sich die Kamera noch so leicht mitdreht. Das ist dann echt gemein hier. Egal, so, einmal mit Cole. Auf den Boden gestampft und uns dann hier eine kleine Fontäne bereitet. So, ich glaube, von hinten müsste ich eigentlich auch das Ding treffen können. Zane haben wir nicht. Nee. Zane müssen wir auswählen. Aber Zane wartet ja hier förmlich schon darauf, der Auserwählte zu sein. So, dann einmal hier Zane auswählen. Es geht natürlich erst Zane hier auszuwählen, wenn wir hier alles eingefroren haben. Genau. Ah, genau. Oh, das ist kameratechnisch echt so schlecht gemacht hier. Und man einfach nicht gescheit sieht. Also man darf nicht zu viel nach vorne laufen. Das war vorhin mein Fehler. Man darf nur, muss nur ein bisschen nach vorne laufen. Und das Ding schließt echt direkt hier an. Habt ihr es gesehen? Das ist durch mich durch. Oh mein Gott. Ich habe gerade eben so einen Schock bekommen. Das Ding ist echt durch mich durch, oder was? Weil ich... Hä? Okay, so, bitte nicht nochmal sowas. Das macht mein Herz nicht mit. Das vertrage ich nicht. Das ist zu hart. Selbst wenn ich hier 4 Herzen habe, das ist zu viel. Oh, wunderbar. Butterweich gelandet, würde ich sagen. So, jetzt nicht zu hoch fliegen. Nicht zu hoch, nicht zu tief, nicht zu weit. Sondern genau richtig. Wow. Da ging es auch nochmal runter.
Ah, das ist ja nochmal richtig spannend hier. Okay. Nein, du sollst die Dinger nicht einsammeln, du sollst das Ding hier aufbrennen. Fasziniert, dass ich nach, was weiß ich, wie vielen Videos immer noch nicht die Steuerung auf Anhieb, Anhieb kann. Oh, wir mussten gar nicht alles da bauen. Da ist doch bestimmt noch was drunter versteckt, oder? Ja, Tatsache. Natürlich sind da noch ein paar Teile, wusste ich's doch. Aha. Oh, in der richtigen Reihenfolge haben wir es nicht zusammengebaut, glaube ich, Torfhammer. Nicht loslassen, bis zu dem Punkt, an dem es lebenswichtig ist, loszulassen. Dann solltest du loslassen. Ja, scheint sicher. Und wir haben nicht losgelassen. So, die werden eingesammelt. Jetzt müssen wir nochmal nach da oben mit Nia. Ja, Nia brauchen wir da. Die darf jetzt da nicht auch noch runterfallen. Das wäre bitter, wenn wir jetzt hier runterfallen würden. Aber das ist mir noch nie passiert, glaube ich. Deswegen sollte es uns auch nicht hier passieren. Oh, dieser Ort wurde wohl nicht gerade für die Ewigkeit gebaut. Großartig! Ich habe alles, was ich brauche. Schön, wir haben es geschafft. Ohne runterzufallen. Ich bin höchst erfreut. Kann der eigentlich auch noch eine irgendeine Attacke? Nee, aber er kann trotzdem ordentlich zuhauen. Das muss jetzt erstmal reichen hier. Zusammen boxen wir sie weg. Das geht schon. Diesmal habe ich nicht ganz so viele Stats gesammelt. Ich kann auch direkt wechseln zu ihr. Weil das kann nur sie machen, dieses Bauen hier. Oder halt diese Baucharaktere. So, kriegen wir es trotzdem nochmal die Erklärung? Ja, kriegen wir aber. Brauchen wir nicht die Erklärung. Schaffen wir auch so. Mittlerweile wissen wir ja sogar, was für Teile wir hier einbauen müssen. Ohne lange zu zögern. So, bitteschön. 10.000 möchte ich haben dafür. Wer hat Lust auf eine Runde? Und sehe ich den hinteren Stein auch schon. Da, bitteschön. 10.000 habe ich bekommen. Jetzt nochmal hier drehen. Noch haben wir es nicht geschafft. Noch haben wir den goldenen Stein nicht im vorletzten. Ich weiß nicht. Ich glaube, zwei gibt es noch im letzten Level. Also ist es noch nicht ganz der vorletzte. Ist noch nicht ganz der vorletzte. Aber es ist einer der letzten. Einer der letzten. Sagen wir, es ist einer der letzten Steine. Ein riesiger Totenkopf. Sehr vertrauenserweckend. Hoffentlich ist er nicht hungrig. Komm schon. Mir auf jeden Fall blüht. Jawohl, doch, haben wir doch wieder einiges gesammelt, auch an Stats. Jawohl, und da kriegen wir auch den goldenen Stein, der uns noch gefehlt hat in diesem Level als einziger. Schön. Schöne Sache. So gefällt mir das. Sehr gut, damit haben wir auch das Level fertig und haben jetzt schon fast 2 Millionen Steine, 77% insgesamt, und können jetzt auch zum letzten Level, zum großen Finale, was uns noch fehlt, wo wir noch nicht die 100% haben. Was fehlt uns denn hier alles? Aber immer mit dem richtigen Element, das ist nervig. Sammelgegenstände, das kriegen wir hin, aber mit dem richtigen Element. Keine Angriffe, gegen die er immun ist. Oh, das wird nervig. Ihr denkt, sie seien leer. Aber die Hexaeder bergen immer noch. Bla 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 bla. So. Wir hatten hier alle Ninjas. Ich glaube, man muss es immer mit dem Gegenelement machen, oder? Wenn der Feuermodus ist, musste man es mit Eis machen oder so. Ah, hier müssen wir graben. Das hatten wir definitiv nicht gemacht beim letzten Mal. Frage ist, wo müssen wir graben? Hier müssen wir graben. Ja, schön. Au. Ein bisschen Feuer hier. Bisschen feurig zum Graben, aber wir können auch im Feuer graben. Oh, das ist ich glaube, es wird nervig mit ihm. Graben schneller! Nein, nein! Schneller graben! Wir sind hier schon wieder draufgegangen in den Feuer. Jetzt brauchen wir schneller. Jetzt schaffen wir schneller. Jetzt fehlt nicht mehr viel. In Zeitlupe ausgraben. Nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das mit dem Graben ist ja die Hölle hier. Jawohl, wir haben es aber geschafft. Wir haben es geschafft. Die Sammelgegenstände. Wir haben alle Charaktere freigeschaltet damit. Schön. Müssen wir sie nur noch kaufen. Übereifriger Sammler, weil wir die letzte Trophäe bekommen haben. Gut, gut, gut. Danke dafür. Okay, ich weiß echt nicht mehr. Ich glaube... Ich weiß echt nicht mehr, was wir jetzt machen müssen. Ich glaube, man muss es mit Eis machen. Probieren wir es mal mit Eis. Mal schauen, ob Zane das hinbekommt. Hatten wir den Zane nicht auch schon freigeschaltet, den hier? Ach, meine, den hätten wir auch mal schon freigeschaltet. Ja, doch, das war effektiv. Eis ist auf jeden Fall die richtige Waffe hier. Ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich verletzt werde. Hauptsache, er wird verletzt. Das ist vor allem das Wichtige hier. Au. Mal Schaden genommen. Jawoll. Ja, sag vorn. Geschafft. Ihr habt doch wohl nicht geglaubt, dass das reichen würde, oder? Dann werden wir eben mal kräftig nachlegen. Macht euch keine Mühe. Schön. Das wäre geschafft. Was lässt er sich jetzt einfallen? Also das erste Element hat auf jeden Fall schon mal gestimmt. Das ist gut.
Können wir hier in Ruhe das Zeug... Ah, wir müssen ihn ja auch noch boxen. Stimmt, da war ja was. Den musste man ja auch noch immer schön weghauen. Und gegen diese Boxangriffe sei er jedenfalls nicht immun. Ah, mich hier runterhauen. Nein! Gemein. Ja, jetzt ist natürlich... Wow. Schön rübergesprungen. War so nicht geplant, aber hat funktioniert. Wir nehmen Kai. Gegen Eis ist, glaube ich, das Feuer auf jeden Fall... Ach, der macht die Attacke, die Schlange auch konnte. Die kennen wir noch, die Attacke. Damit hatten wir noch nicht viel... Da hatten wir oft uns rumgeärgert. Ja, nimmt auch schon richtig viel Schaden da. Schön, wie seine Lebensenergie da runter geht. Das sehe ich doch gerne. Ja, perfekt. Ich muss nicht mal in Deckung gehen hier. Nein, jetzt hat er mich doch einmal erwischt. Aber ein zweites Mal wird ihm das nicht gelingen. Ne. Und wieder ist ein Hexaeder entleert. Komm, machen wir ihn fertig! Denk mal, mit Lloyd das Hexaeder müssen wir nicht machen. Ah, box ihn doch weg, hau ihn doch weg. Und ich glaube, das letzte Hexaeder... Ja, mit Lloyd werden wir wahrscheinlich... Wir müssen wahrscheinlich nur mit den normalen Ninjas machen. Mann, spielt er tot. Ja, was hast du jetzt auf... Au. Blitz. Gegen Blitz ist wahrscheinlich die Steine von Cole die richtige Antwort. Schätze ich mal. Oder wir brauchen da den... Wir probieren es mal. Die Steine haben auf jeden Fall geholfen letztes Mal, meine ich. Schauen wir mal, ob das diesmal auch so ist. So, einmal den Dschungelkohl. Ja. Nein, nein, nein. Oh, jetzt ist mein Stein schon wieder weg. Oh, wie ich sowas hasse. Wie ich sowas hasse. Aber eigentlich muss man ihn ja erden, wenn er hier rumblitzt. Oh, er wirft gleich. Aber wir werfen schneller. Jawohl. Also er war nicht immun dagegen. Das hat ihn auf jeden Fall, meine ich, geärgert kurz. Ob wir ihn nochmal damit ärgern können. So. Perfekt, genau. Und dann ist er nämlich... Kann man ihn nämlich auch hier kurz besiegen. Hoffe ich zumindest. Ah, genau, da musste man ihn auf den Rücken, glaube ich, musste man ihn dann dieses Blitz hier überladen, da was er auf dem Rücken hat. Das Ding, da komme ich jetzt nicht ran, aber genau so ging das. Genau, da muss man das Blitzding auf seinem Rücken überladen. Ich erinnere mich. Leider müssen wir ihn da trotzdem noch zweimal treffen. So, einmal... Dann kommt auch gleich noch zweimal. Ja, jetzt kann ich auf mich abgesehen, das ist gut. Das Problem ist, dass wir da auch relativ nah dran sein müssen, damit das funktioniert. So, wir müssen nämlich erst zu seinem Rücken kommen und dann müssen wir hier schnell wechseln auf Jay im Dschungelmodus. Jay, der aus dem Dschungel kam. Und das Ding dann schnell überladen da oben. Und dann kriegt er gleich einen Elektroschock. Ein Hexaeder entleert. Komm, machen wir ihn fertig! Ja, dann bleibt nur noch ein Hexaeder. Also Erdhexaeder und da weiß ich eben nicht, wie ich ihn mir machen müssen, ob wir da Leute machen müssen. Schauen wir mal, was uns da hilft. So, ihm ganz schnell die Lebensenergie hier wegprügeln. Ah. Genau, jetzt kommt nochmal die letzte. Gib es zu, Ronan. Du spielst einfach nicht in unserer Liga. Ich hätte euch auslöschen sollen, anstatt nur eure Erinnerungen. Stimmt, das war ziemlich dämlich von dir. Tja. Aber beim nächsten Mal klappt's. Und dabei wollte ich es sein, der euch ins Jenseits befördert. Ja, dumm gelaufen, mein Freund. Und weg ist er. Will ich das nur ein oder sinken wir tatsächlich? Die Macht der Eruption drückt uns nach unten. Verdammt, wir haben doch eigentlich immer die richtigen Elemente eingesetzt, dachte ich, oder? Wenn wir den letzten Hexaeder nicht zerstören, wird Ronins Plan aufgehen. Wir müssen einen Weg finden, den Ausbruch zu verhindern. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Ich kann nochmal gucken, was da hinten noch da noch ist. Da ist nichts mehr. Okay, dann nehmen wir hier nochmal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er? Ich will hier Lloyd. Lloyd brauche ich hier doch. Wo ist denn Lloyd? Lloyd. Nein, nicht Kirchenläuten. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber bei mir ist gerade die Kirche richtig laut geworden draußen. So. Also, jetzt hier nochmal den riesen Blumentopf da drauf. Die riesen Ninja da oben drauf. Ich habe genug von dir, Lavalunge. Und wieder ab zurück nach oben. Hatte gerade einen Unfall, glaube ich. Unsere Abwärtsbewegung wird immer langsamer. Und jetzt bewegen wir uns sogar aufwärts. Festhalten. Das wird ein wilder Ritt. Boom. Schmerzhafter Treffer. Schnell. Den Tornado der Schöpfung. Jetzt. Das Schicksal von ganz Ninjago steht auf dem Spiel.
Machen wir, aber erst wollte ich nochmal ganz kurz gucken, ob wir sonst alles hier hatten in dem Level. Ja, bis auf das eine, was hier uns noch fehlt, dieses verwende keine Angriffe gegen die er immun ist. Also ich meine, ich hätte keine gemacht. Ich hätte, also ich habe ja die Steine geworfen, die ihn bewusstlos gemacht haben und so. Nee, eigentlich habe ich alles richtig gemacht, meine ich zumindest. Egal, wir hauen den Tornado der Schöpfung raus. Und damit muss es jetzt klappen. Das muss jetzt hier reichen gegen ihn und muss uns den letzten goldenen Stein bringen, der uns noch fehlt. Auf unseren Weg zu den 100% in Lego Ninjago Schatten des Ronin. Du wolltest Geld, Ronin? Tja, hier ist dein Hauptgewinn. So, das konnte ich noch nicht überspringen gerade eben. Ich hoffe immer noch, dass jeden Moment dieser goldene Stein aufblitzt hier am linken Bildschirmrand. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, aber er ist ja noch nicht besiegt. Jetzt wird er erst besiegt. Ah, perfekt. Genau, wir haben ihn ja noch nicht besiegt. Ja, noch freut er sich. Verdammt, wir haben es nicht geschafft, oder? Nein! Nein, was? Ich habe doch nur Angriffe... Hä? Ich habe doch nur Angriffe gemacht gegen die... Hä? Ich verstehe es nicht. Hat es mit dem, wegen dem Elektroangriff nicht gezählt, oder warum? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Und das ist mir jetzt ein Rätsel. Naja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine kleine Pause. Nächstes Mal wiederholen wir das Level nochmal. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und möge das Finale mit euch sein. Servus. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.